Hallo Leute, es geht weiter mit Kingdoms of Amalur Reckoning. Scherbensturz ist unser Quest. Anka Edmure hat den Talisman der Wärme angefertigt und mir gegeben. Jetzt kann ich endlich herausfinden, was die unnatürliche Kälte in der Scherbensturzhöhle verursacht. Jo. Und jetzt gehen wir da rein und holen uns, was uns gehört. Sozusagen. Schön hier. Schön hier. Aber wir wollen weiter. Okay. Gehen wir mal hier weiter. Ich mach mal eine Runde hier lang. Oh. Hallo. Tülü. Da waren sie weg. Was ist hier? Ja, okay. Krims und Krams, nichts Wichtiges. Gehen wir mal hier weiter lang. Ja, passt schon. Aha. Sieht cool hier aus, aber wir müssen noch mal wieder zurück. Da ist eine Falle. Also hier war war hier jetzt Endstation oder nicht? Warte mal, da kann man lang? Habe ich das nur nicht gesehen? Ah! Okay. Ja, auch das wunderbar. Nehmen wir mal mit. Selbst die Gegenstände sind hier blau. Hallo, wo kommen die auf einmal alle her? Voll merkwürdig irgendwie. Was haben wir hier? Ah, ich mag ja... Oh, ich finde die immer so schön. Ich finde die immer so schön, diese Pflanzen, die dann immer so bei der Nacht jetzt so rauskommen und so wie, wie, wie machen. Och, Mano. Oh, 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 oh. So, alle explodiert. Nicht ganz. Laufe ich jetzt gerade zurück oder? Moment, nein, ich will hier weiter, oder? Ja, ich will hier weiter. Nicht zurücklaufen. Ein Bergtroll. Manu, ich will immer, dass alle explodieren. Tun sie aber nicht. Weiter geht's Richtung Norden. Dann geht's hier irgendwie rein oder so. Eine Geheimtür. Ein Geheimversteck. Ein Geheimgang. Toll. Oh. Sieht so eisig aus, das Wasser. Ein Schild. Und da gehen diese Blumen wieder hoch. Kannst du mal bitte hier hochgehen? Ich will zum Skelett. Schülersfaustschild, aha.
Und noch ein Geheimnis hier unter Wasser. War ja klar. Gucken wir mal, ob irgendwas Vernünftiges dabei war. Gamaschen des Ausmaßes. Nee, nicht wirklich. Ich meine, 9% Volltrefferschaden ist jetzt nicht schlecht, aber der Gesamtschutzwert ist mir einfach zu wenig. So, das kann weg und das packe ich auch weg. Ja, hat mich nicht überzeugt. Die letzten Dinge von den Leuten hier, die Verbliebenen. Dann gehen wir wieder raus. So still hier irgendwie. Haben wir hier? Oh. Okay, die haben wir alle. Und wo ist jetzt hier noch ein Versteck da? Haben wir das auch mitgenommen? Dann gehen wir jetzt wieder zurück und ich glaube, wir haben alles. Ja, hier können wir runter. Sind wir nämlich schneller da. Und da ist er schon. Hi. Ich habe mich schon gefragt, wann ihr mich finden würdet. Da möchte man fast an Schicksal glauben, oder? Die Frau, die ich bei unserem letzten Tanz trug, war lange nicht so stark. Vielleicht gefällt es mir auch nur zu betonen, dass ich nun eine größere Herausforderung darstelle. Ich wollte gerade sagen, warum... Warum ist das eine Frauenstimme in einem Männerkörper? Was macht ihr hier? Sedeas, das Kristallwehr. So wurde dieser Ort früher genannt. Um einiges passender als Scherbensturz, findet ihr nicht? Meine Leute haben anscheinend ihre Liebe zur Sprache verloren. Es hat sich viel verändert, seit ich das letzte Mal über die Welt wandelte. Das war vor langer Zeit, als ich lernte, dass die einzigen Antworten, die zu suchen sich lohnt, im Tod liegen, Sterbliche. Und nur im Tod allein. Es muss kein Blutvergießen geben, ich werde es genießen. Oh, ihr seid ja so erfrischend. Diese Jugend, diese Naivität. Ich könnte euch fressen. So wie den armen Gemmenschneider, den ich hier gefunden habe. Eines Tages mache ich das vielleicht sogar. Für den Moment jedoch muss ich unser Gespräch beenden. Meine Zeit ist knapp und euer Geplapper langweilt mich. Dieser Körper hat seinen Zweck erfüllt. Sie plappert doch die ganze Zeit. Wollen doch mal sehen, ob ihr seit unserem letzten Zusammentreffen etwas dazugelernt habt. Enttäuscht mich nicht. Bitteschön. Ja, mach. Warte schon. Tja. So schnell kann's gehen. Griff des dunklen Empyreons. Froststein. Tolle Sachen. Dankeschön. Wer plappert denn hier? Ich hab nicht geplappert. Sie hat geplappert. Ja, ich brauche den Mana-Trank, brauche ich sowieso nicht. Gut, wo geht's jetzt hier zurück? Da lang. Bei Aitan Enga das abgeben? Okay. So, bestimmt kann man jetzt hier gleich wieder runterspringen. Ja. Dann sind wir wieder schneller draußen. Hervorragend. Wiege des Sommers. Ach ja, die Wiege des Sommers. Hallo. Wenn ihr herausfindet, was mit meinem Assistenten passiert ist, lasst es mich bitte wissen. Ja, erzähl noch mal was über dich. Ich habe viele Jahre in Emaire gelebt, ohne dass sich irgendetwas ereignet hätte. Die kürzlichen Geschehnisse haben mich jedoch zu der Überzeugung gebracht, dass meine Zeit hier Teil eines größeren Schicksals ist. Wisst ihr, mein Schüler Donnell und ich haben seltsame Wetterphänomene bemerkt, die sich nur in der verlassenen Ebene ereignen. Wir haben zwar bislang noch keine Antworten, aber wir werden sie finden. Donnell, Kutti. Du hast nicht genug Platz. Ach so. Das ist sein Ring, stimmt.
Wirklich schade. Er hatte Talent und eine rosige Zukunft vor sich. Hier, nehmt. Ich habe sie für Donnell angefertigt, um seine Bemühungen beim Gemmenschleifen zu unterstützen. Aber vielleicht findet ihr ja auch Verwendung dafür. Nochmals vielen Dank, dass ihr mir berichtet habt, was mit Donnell geschehen ist. Hoffentlich findet seine Seele Frieden. Bestimmt. Ich bin den Strömen der Magie durch Felder und Wälder über Meer und Fels bis hierher gefolgt. Unter Emaire ruht eine gewaltige Macht. Sie ist alt und wild. Mhm. Okay, Scholia Arcana noch und das war's dann. Ihr seid die größten Magier im Land. Niemand weiß mehr als ihr über... Naja, einfach alles nehme ich an. Um ehrlich zu sein, es wundert mich, dass jemand auf mein Hilfegesuch geantwortet hat. Ich bin es eher gewöhnt, ignoriert zu werden. Oh. Nun sei mal nicht so. Und jetzt können wir bei ihm natürlich wieder auch tolle Sachen kaufen, will ich aber nicht. Ich werde hier sein. Okay. Vielleicht kann ich auch noch mal was loswerden. Bestimmt. Weil, genau, diese Dolche sind ja gar nicht mal gut. Und dann habe ich wieder Platz. So, und dann können... Es ist schön, ein vertrautes Gesicht, dann auf bald. Ja, wir sind Freunde. Alles in Ordnung. Er bleibt ja da stehen. Wir können ja wieder zu ihm zurück, wenn wir irgendwas wollen. Muss ich mir nur den Ort mal merken. Hier bei... Na, Scherbensturz, ne? Ja, ne? Ja, okay. Scherbensturz. Oh, ihr könnt es nicht lassen, ne? Komm mal her. Nervbacken. Ich glaube, wir sind schneller per Schnellreise. Ja, doch. Da könnte ich eine Weile laufen. Rad hier. So, da wollen wir hin. Mal gucken, was das dann weiteres ergibt. Weil ich denke, sie wird sich immer wieder einen neuen Körper suchen, unser Gegner. Bis wir am Ende sie so endgültig besiegen. Ich meine, das war erst Runde 2. Naja. Geht weiter. Es gibt in ganz Amalur nichts Besseres. 20. Die Männer haben so Furiositäten, Talismane, mächtige Gegenstände. Geht weiter. Mach ich doch schon. Ich weiß auch gar nicht, was ich gerade sagen soll. Es ist so still hier überall. Ich will eigentlich nur, dass der Quest jetzt in Wallung mal kommt. Und muss sagen, dass der Kriegsgeweihten-Quest eher da war. So das Gefühl, eins nach dem anderen von der Spannung her. Hier zieht es sich gerade so ein bisschen Hallo. Hin. Und dann noch dieses Gelaufe immer. Oh, das Gelaufe. Ich meine, das Spiel ist toll, aber es ist echt viel Gelaufe. So von den Quests her. Um irgendwas zu erreichen, muss man schon echt viel rumrennen. Ah, da seid ihr ja. Ihr seid also die neue Initiantin, von der alle reden. Ich habe gehört, dass die Vernichtung des Nekromanten in Mel'Aglia allein euer Verdienst war. Ich bin Eran Metnen. Der gelehrte Engar hat angeregt, ich solle euch zu etwas gratulieren, was er einen unvermeidbaren Sieg nannte, und euch das hier geben. Außerdem wollte er, dass ihr ihn auf dem Gipfel des Berges Himmelskrone im Süden trefft. Den Grund dafür kenne ich nicht, aber diese Nachricht wird es bestimmt erklären. Viel Glück! Okay, ich glaube, ich muss jetzt nochmal wieder Platz machen, weil das ja hier auf dem Boden wieder gelandet ist. Was können wir denn nochmal aussortieren? Das hier, das behalten wir natürlich, weil das ein Z-Teil ist. Das wollte ich auch behalten. Was ist damit? 4! Ach, wie süß. Gemmenschleifer Handwickel mit 4. Der Gemmenschleifer Anker Edmur hat diese Handwickel mit viel Sorgfalt für seinen Assistenten Donnell gefertigt. Nachdem Donnell von Gwarg Vydern getötet wurde, gab Edmur die Handschuhe an einen anderen weiter. Ja, aber dann will ich die Sachen ja lieber verkaufen. Ich verkaufe das. Das verkaufe ich auch. Was soll's. So. Können wir das mal hier irgendwo verkaufen bei jemandem?
Und warum bin ich hier eigentlich... Ja, ich bin doch immer noch beim Gruppierungsquest. Das soll der doch automatisch machen. Aber wenn ich jetzt hier rausgehe, können wir das hier irgendwo... Gibt es hier jemanden, einen Händler oder so? Das Bannen ist eine Fähigkeit, die alle Abenteurer beherrschen sollten. Ein andermal. Ja, ja. Außerdem kann ich meistens alles schon. Ist hier irgendwo ein Händler? Ja, tatsächlich habe ich Glück. Ich versorge den Orden schon seit über 10 Jahren. So, weg damit. Waren. Kommt bald wieder. Mach ich. Tschüllü. So, und jetzt kann ich die Sachen auch aufheben von ihm. Ja. So, jetzt habe ich den Ring. Den Ring. In die Minen. Mit dem Ring. Ich grüße euch. Tüdelü. Jetzt muss ich bestimmt erstmal wieder... Kann ich hier eigentlich Schnellreise machen? Oh, ich muss erstmal wieder raus, ne? Das Gerenne, ich sag's ja. Willkommen. Ihr kommt mir bekannt vor. Ich möchte wetten, ihr... Tretet beiseite. Tritt doch selber mal beiseite. So, von hier aus sollte doch die Reise schon wieder möglich sein, oder nicht? Ja. Was ist schneller? Nee, von hier. Gehen wir mal zum Zwielichtgesträuch. Und von da aus laufen wir dann weiter. Das sollte der schnellere Weg sein, meine Lieben. Wenn es denn dann mal schneller laden würde. Ach ja, so idyllisch hier. Und da hinten so ein paar Gegner und so. Eine listige Kapuze. Was für eine listige Kapuze. So, dann gehen wir mal den Pfad hier hoch. Besiegen die doofen Trolle. Merken die mich? Ach, egal, ich habe keine Lust zu schleichen. Geht doch. Jawohl. So, und der hat auch noch was. Was steht der denn hier rum? Wie gruselig. Dass der... Hä? Hauptsache, er lebt nicht mehr. Das wäre etwas ungünstig. Ich lauf mal lieber schnell weg. Er kann ja stehen bleiben. Himmelskrone. Ein neuer Ort. Hier waren wir auch noch nie. Und ich wette, da ist sie auch noch mal drinne. Bestimmt. Mit einem noch einen weiteren Körper. Aber vielleicht schaffen wir es ja in Runde 3, sie endgültig mal zu besiegen. Oha. Ob das mit dem Schleichen so funktioniert, weiß ich nicht. Ich glaube, ich mache einfach Karacho. Oh.
Schön. Die waren aber gar nicht mal so einfach. Warum, weiß ich aber nicht. Die waren echt nicht, also im Sinne von natürlich schafft man das, aber ne, ihr wisst, was ich meine. So, kann ich hier wieder mal was loswerden? Zum Beispiel die doofe, listige Kapuze, die eh keiner braucht. Accessoires. Das ist gar nicht mal schlecht, merke ich gerade. Das nehmen wir mal. Und den Ring behalten wir. Konsumgut können wir bestimmt auch irgendwas nehmen. So. Und dann können wir den Plunder loswerden. Und dann können wir auch was Neues aufnehmen. So. Schön. Lalalala. Es ist so langweilig allein. Niemand, der mit mir kämpft. Oh. Können wir nicht jemanden von hinten... Die entschärfen ihre eigenen Dinger nicht? Aua. Ich sehe nichts. Danke. So, keine Belohnung? Na toll. Psis. Okay. So, hier sind wieder Sprengstofffallen. Hier kann man drum rumlaufen. Die gehen ja immer recht schnell hier, die Flatterviecher. Und dann gucken wir mal, wen wir da hinten noch haben und wir... Es ist wieder die Olle. Leute, so eine Bandruhe, die ist schwierig, machen wir trotzdem. Wir stellen uns der Herausforderung. Juhu! Und hat sogar geklappt. Haben wir so... Ach, du sollst es doch nicht entschärfen jetzt mehr. Ist doch egal, lass sie doch explodieren, die Dinger. Nee. So. Was haben wir hier? Noch eine schwere. Wird die auch hinkriegen? Nein, 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 nein. Nochmal, nochmal, nochmal. Eins, zwei, drei. Nicht geschafft. Okay, aber eine Robe. Eine coole. Die ich gerne hätte und nicht kann, weil mein Inventar schon wieder voll. Oh, 166 sogar mal. Besser als das, was wir jetzt haben. Wow, Wahnsinn. Okay.
Was ist hier? Auch gut. Oh, auch gut. Aber die Macht reicht nicht. Unsere Macht reicht mal wieder nicht. Ja, da muss ich mir jetzt leider mal was überlegen. Da muss ich mir was überlegen, wie ich das jetzt hier mache. Den Kram soll ich natürlich mitnehmen. Das sollte ich tun. Und ich sehe auch einen weißen Kringel da unten schon wieder. Was hier heißt, wie, dass da vielleicht ist da eines von Tills Büchern oder so, was man hier noch mitnehmen könnte. Kann sein, kann sein. Wir sehen uns im nächsten Part von Kingdoms of Amalur. Bis dann.